Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Bildung im Wandel. Ja, was ist das denn, Bildung im Wandel? Zunächst mal möchte ich ganz recht herzlich begrüßen Christine Walker. Christine, schön, dass du die Zeit gefunden hast, erstens zu uns zu kommen, damit wir hier heute dieses kleine Einführungsvideo machen können. Und zweitens, dass wir uns gefunden haben, denn ja, das war ja eine tolle Geschichte. Denn diese Serie Bildung im Wandel, die wir aufgenommen haben, die ist ja jetzt eigentlich aus der Intuition und aus der Zusammenführung unserer beiden Welten, sag ich mal, ja, zustande gekommen. Ja. Das Thema Bildung war schon immer ein Steckenpferd von mir. Und ich hatte ja gesagt, ich mache keine Kongresse mehr nach meinem Online-Kongress. Und auch sonst hatte ich überlegt, ich mache das ein bisschen anders in Zukunft. Und dann haben wir das Video für Leben, Sterben, Weiterleben gemacht. Und am Ende unseres Tages haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich ja mehr über Bildung machen wollte. Und so dauerte es ungefähr 15 Minuten. Da hatten wir auf einem Kassenzettel Bildung im Wandel aus der Taufe gehoben. Und ich bin super froh, dass ich mit Christine eine Frau, eine Dame, ein Wesen, eine Expertin gefunden habe, die nun alles durchlebt hat. Ich meine, wir haben ja beide einen ziemlich bewegten Lebensweg und Bildungsweg hinter uns. Und genau das ist vielleicht der Gegensatz, der uns auch angezogen hat. Ich habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Du bist ganz gerade durch. Ich habe dann angefangen zu studieren. Du bist gerade durch. Ich habe einen ganz anderen Weg dann auch fortbeschritten, habe relativ früh nach dem Gefühl gehandelt, was fühlt sich gut an. Bei dir kam das ein bisschen später. Ein bisschen ist gut. Deswegen haben wir dein Video ja auch in dem anderen Kongress genannt, Metamorphose einer Studienrätin. Mhm. Und jetzt bitte ich dich einfach mal, aus deiner Erfahrung das zu erzählen, was dich motiviert jetzt, dass wir dieses Projekt Bildung im Wandel in die Welt bringen wollen. Ja, wo fange ich da an? Ich bin wirklich den ganz normalen Weg gegangen, so als Jahrgang 53, das heißt Nachkriegskind, wo es darum ging, dass man gut mit dem Leben zurechtkam, dass man Sicherheit bekommt. Und so bin ich erzogen worden in die Richtung, also man muss gut funktionieren, man muss Sicherheit bekommen, muss einen festen Job haben, um im Leben gut bestehen zu können. Und mir ist Schule recht leicht gefallen. Ich war dann eine gute Schülerin, kam dann zum Gymnasium. Mich hat damals schon sehr geärgert, dass ein Onkel sagte, Mädchen zum Gymnasium, was soll das, die heiratet doch sowieso. Das hat mich nochmal richtig angestochen zu sagen, also und da werde ich mir keine Blöße geben, dass da keiner sagen kann, siehste, habe ich ja gleich gesagt. Jetzt ist recht, ne? Ja, das hat mich dann auch noch dazu gebracht, weiter im Grunde genommen zu funktionieren, denn ich war ein sehr braves, angepasstes Kind. Und damit habe ich aber immer mehr eigentlich den Bezug zu mir, zu meiner Intuition, zu dem, was für mich wichtig ist, zu meinen Bedürfnissen verloren. Ich habe dann ein recht gutes Abi gemacht, war überall guter Durchschnitt, hatte von daher kein Gefühl dafür, was so meine Begabung eigentlich sein könnte. Wenn man genau geschaut hätte, hätte man es wahrscheinlich schon sehen können. Aber das, was meine eigentliche Begabung ist, die ich dann erst mit knapp 50 gefunden habe, da hätte, glaube ich, jeder gesagt, hasch mich, ich bin der Frühling. Aber du hast sie ja im Grunde auch schon während deiner Zeit gelebt, ja, ohne es beziffern zu können, genau, oder betiteln zu können. Ja, genau. Ne? Ich habe dann wusste nicht, was ich machen sollte. Nach dem Abi studiert man ja, das macht man ja so. Genau. Oder auch Frau dann so. Und ich hatte inzwischen keine Ahnung und habe dann rumgeguckt und habe überlegt, das oder das oder das. Und eins wusste ich nur, ich wollte nicht Lehrerin werden, als mein Vater das vorschlug. Und ich wollte nicht in einer, wie er es auch vorschlug, in der Verwaltung versauern. Ich wusste immer, dass ich mit Menschen arbeiten wollte. Das war mir schon klar. Dann habe ich Biologie und Französisch studiert. Auf dem altsprachlichen Gymnasium von Biochemie, Mathe, keine Ahnung. Französisch nicht in der Schule gehabt, in Frankreich gelernt. Also schon ein bisschen verrückt, was nicht immer einfach war. Die Folge war, dass ich immer dachte, alle anderen haben Ahnung, ich habe keine. Hoffentlich merkt es keiner. Habe dann nicht verstanden, warum ich damit ein Einzelexamen machen konnte. Nur weil ich gut reden konnte. Tja, und ganz schnell mir viel Wissen ins Kurzzeitgedächtnis schieben konnte, um es dann wieder ganz schnell zu vergessen. Ich sage immer etwas sarkastisch, das nennt man dann höhere Bildung.
Und genau dieser Punkt, den du gerade ansprichst, genau das ist ja eigentlich der Hauptpunkt für unsere Projekt, für unser Projekt Bildung im Wandel. Weil warum etwas lernen, was ich danach wieder vergesse? Was mir nicht entspricht. Und was mir nicht entspricht. Ja, ganz ich habe genau, ja. Hab dann aber immer weggeschoben, dass ich damit nur Lehrerin werden konnte mit Biologie und Französisch. Und dann musste ich ein Praktikum machen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß. Mit den Kindern. Ja, macht ja, mir total ja. Spaß zu unterrichten. Was ich damals noch nicht absehen konnte, war, dass mir das Korrigieren und Zensieren weniger Spaß machen würde. Ja. Ich habe dann aber dennoch, auch mit einem guten Examen, also ich habe von daher den völlig glatten Weg bin ich gelaufen, habe dann 20 Jahre unterrichtet und habe aber gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich von mir weggebildet worden war, dass ich den Bezug zu mir verloren hatte und gar nicht mehr spüren konnte, was mir eigentlich entsprach. Eigentlich hat mir meine Wahrnehmung oder mein Körper haben mir Hinweise gegeben, aber ich war einfach überhaupt nicht mehr trainiert, das wahrzunehmen. Mhm. Und wäre unser Sohn nicht gekommen, der durch seine besondere Begabung dann nicht im System funktionieren konnte. Dich damit angestoßen und wachgerüttelt und hat. Und ich damit hinterfragen musste. Ja, da musste ich natürlich auch beginnen, mein eigenes extremes Funktionieren zu hinterfragen. Das macht man nicht unbedingt freiwillig, weil es nicht so bequem ist. Hm. Ich bin heute so froh und dankbar, dass der uns angetickt hat. Ich sage immer, der hat seinen Auftrag, seiner Mama auf den Weg zu bringen, zu 100% erfüllt. Das war für beide Seiten nicht ganz einfach. Aber er hat bei mir eine Bewusstheit wieder wachgekitzelt, wachgestoßen, die ich verloren hatte. Eine Bewusstheit für mich selbst. Das finde ich spannend, dass du das gerade sagst, weil indem du das erzählst, wird mir auch klar, wie ich im Grunde unter dem Einfluss, ich sage mal der Erwachsenen, um niemand Spezielles jetzt anzusprechen, von mir weggebracht wurde, immer weiter von meinem Gefühl weg und wie ich dann es geschafft habe, immer wieder näher zu meinem Gefühl zu kommen und das zu tun, was sich für mich gut anfühlt. Ja. Und heute rückblickend weiß ich, dass genau das der richtige Weg war, der mich genau hierhin gebracht hat, wo ich jetzt bin und meine Lebensaufgabe gemäß meiner Gaben in diesem Leben leben kann. Genau. Also ich, wenn ich da ein bisschen genauer hinschaue, habe ich diese Verbindung zu mir nie ganz verloren. Ich denke, davon haben meine Schüler auch profitiert, denn ich habe immer schon so eine bestimmte Wahrnehmungsgabe gehabt, eine Hellfühligkeit gehabt. Und das hat mich, glaube ich, als Lehrer gerettet, weil ich spüren konnte, wie geht es dem Schüler. Auch nicht immer, weil ich ja so zugedeckelt war, weil der Kopf so trainiert war. Ja. Und ich kenne aber eben beide, ich kenne verschiedene Seiten. Ich kenne einmal die Situation der Lehrer. Ich habe 20 Jahre unterrichtet, also ich habe so ein Verständnis und Mitgefühl für Lehrer, auch in der Entwicklung, seitdem ich aus dem Schulsystem ausgestiegen bin, 2001. Ich habe Verständnis für Eltern, deren Kindern es nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Und auch für dieses Gefühl von Ohnmacht, wenn man merkt, dem Kind geht's nicht gut, man weiß nicht, wie man es handhaben soll. Man versucht mit Leuten zu sprechen, die verstehen einen vielleicht nicht. Da werden alte Kindheitsthemen angetickt und man fühlt sich völlig machtlos und hilflos. Und ich habe nach meinem Ausstieg so viele andere Begabungen bei Menschen gesehen. Begabungen, die das Schulsystem halt nicht anspricht und wo wir ganz oft gar nicht den Zugang zu finden, weil wir in so einer bestimmten, wie so einer ja, vorgefertigten Straße dann laufen und wir haben dann manchmal das Glück oder hoffentlich viele das Glück, irgendwann aufzuwachen und zu merken, halt, das bin ich nicht, das entspricht mir nicht, was ist eigentlich meins? Ja, genau. Und mit dem Weg unseres Sohnes ist bei mir immer mehr und dem Aufstieg immer mehr der Wunsch entstanden, irgendwas dazu beizutragen, dass es Kindern in unserem System besser geht und auch Lehrern und auch Eltern besser geht. Nicht umsonst muss man ja, darf man vielleicht sehen, dass in Deutschland, wenn die Zahlen stimmen, 60% der Lehrer frühpensioniert werden. So, jetzt haben wir das Telefon noch abgeschaltet. Du sagtest gerade 60%. Ja, das habe ich mal irgendwo gelesen und ich konnte es damals nicht glauben. Genauso wie ich nicht glauben konnte, dass wir in Deutschland, man schätzt zwischen 7,5 bis 8 Millionen Menschen haben, die nicht richtig lesen und schreiben können. Ja. Obwohl sie ja in die Schule gehen müssen in Deutschland. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es eine Bildungspflicht gibt, nicht eine, ich nenne das mal Schulanwesenheitspflicht. Mhm. Es gibt in der Schweiz ein paar Kantone und gibt noch, glaube ich, ein, zwei Länder in der Welt. Die anderen haben Möglichkeiten, außerhalb des Schulsystems auch zu lernen. Und durch meine ganzen Erfahrungen ist es mir einfach immer mehr ein Anliegen geworden, Menschen zu unterstützen, so den eigenen Weg zu finden. Wirklich immer mehr zu spüren, was ist eigentlich wirklich meins, was zieht mich an, was ist meine Begeisterung, wo ist meine Freude, was macht mir Spaß, was fällt mir leicht.
Denn wir haben ja, viele von uns haben gelernt, was ich mache, ist nur was wert, wenn es mit harter Arbeit verbunden ist. Diese Glaubenssätze, ja. Und das ist aber so ein schräger Glaubenssatz, weil wie kann ich erkennen, was meine Begabung ist, wenn es mir leicht fällt? Dann denken andere, ach, das fällt mir leicht, das ist ja nicht schwer, das können andere ja auch. Ja, Pustekuchen. Können sie nicht. Die können das eben nicht, aber die können ihr eigenes auch nicht wertschätzen, weil es ihnen leicht fällt und meinen, was andere können, das wäre was Tolles und Besseres. Dabei ist genau das der richtige Weg, zu fühlen, was macht mir Spaß, was fühlt sich gut an und genau das ist meine Begabung hier auf der Erde und genau diesen Weg zu gehen, so wie ich es ja gemacht habe und du inzwischen auch und du hast dann mit deinem Mann zusammen diesen ganz großen Sprung gewagt und hast mitten aus dem Beamtentum sogar gesagt, Schluss mit lustig. Ja, nicht ganz so drastisch. Erstmal beurlauben lassen ein Jahr, aber dann war irgendwann klar, es geht nicht mehr zurück. Mein Mann hatte eine feste Planstelle war Lehrer gewesen in England, hat da eine feste Planstelle in der deutschen Behörde gehabt, also was als Ausländer auch eine relativ seltene Gelegenheit ist und alle haben, glaube ich, den Kopf geschüttelt. Aber es war so ein Gefühl, es ist jetzt einfach dran, wir können nicht in diesem Alten so weitermachen, weil mir immer mehr Dinge klar geworden sind. Und kurz bevor ich dich dann getroffen habe, hatte ich von Online-Kongressen gehört und irgendwann war in mir so ein Ding von, das ist ja auch eine Möglichkeit, von meinen Erfahrungen was in die Öffentlichkeit zu bringen, aber die Technik ist nicht mein Ding und dann stehst du vor mir und sagst, dann machen wir das zusammen. Ja, weil ich nämlich für die Inhalte sagte, das ist mir jetzt zu viel Organisationsarbeit und vor allen Dingen wen? Und du hattest den Ordner fertig im Schrank, so hat das also so perfekt gepasst. Genau, ja. Ja, und jetzt haben wir in der Vergangenheit ganz viele Interviews aufgenommen mit ganz wundervollen Menschen, vom Schulamtsdirektor über den Professor bis hin zu Schülern, die nun aus ihrem Leben und ihrer Erfahrung das alles berichten, was sie für wichtig erachten, was sie erlebt haben, aber auch was sie ändern wollen und ändern würden. Ja. Und so meine Motivation war einfach, diese Videos auch oder diese Interviews auch mit dem Hinblick auf Ermutigung zu machen. Denn wie oft fühlen wir uns nicht wohl, stimmt was für uns nicht, weil aber alle anderen um uns so zu funktionieren scheinen, braucht es dann auch den Mut, wirklich zu dem, was wir für uns selbst wahrnehmen und fühlen, zu stehen. Und das ist meine große Hoffnung, dass diese Berichte von Menschen, die über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, hier und da ermutigen, die Kraft geben, vielleicht einen neuen Schritt zu gehen, zu sich zu stehen und auch wirklich ungewöhnliche Wege zu gehen. Der breite Weg der Norm ist nicht unbedingt unser Weg. Und wie ich schon ein paar Mal auch dann gesagt habe, wenn man wirklich das eigene gefunden hat, ich hätte mir nicht vorstellen können, welche Erfüllung das letztlich geben kann, wenn man wirklich das eigene lebt. Ja, kann ich nur bestätigen. Genau so lebe ich mein Leben und es ist einfach wundervoll. Ja. Ja, dann laden wir euch ganz recht herzlich ein zu Bildung im Wandel. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns auch mal schreibt, was habt ihr erlebt? Wie geht es euch damit? Und wie sind eure Impulse dazu? Wie sind vielleicht sogar ganz neue Ideen bei euch? Und bitte schreibt uns alles, was ihr denkt, was ihr fühlt und was euch dazu kommt, damit wir dort einen ganzen Pool zusammenkriegen. Denn wir werden auch weiter Interviews machen und auch neue Themen immer wieder mit aufnehmen. Auch neue Initiativen, die zum Beispiel sich formieren oder sowas, ja? Dass wir neue Gruppen bilden. Wir werden auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe ins Leben rufen und wir werden auch Ansprechpartner bekannt geben, die dann für euch da sind, wo wir uns dann auch gemeinsam in der Zukunft austauschen können. Vielleicht noch eins, mein Mann und ich haben uns dann einer Gruppe angeschlossen, die in Südbayern eine freie demokratische Schule gegründet hat, wo ich dann auch nochmal Erfahrungen aus einer ganz anderen Sicht machen konnte. Zwar nicht direkt als Beteiligte, aber als eben Begleiterin meines Mannes, der gemeint hatte, hätte in der Zeit, wo er da Lernbegleiter war, meint er immer die steilste Lernkurve von allen gehabt. Weil es einfach so raus aus diesem antrainierten, normalen Denken ein Weg war. Und die gute Nachricht ist, dass wir genau aus dieser Schule auch einige Schüler interviewt haben und da dürft ihr richtig gespannt drauf sein. Und Lernbegleiter. Sowieso. Die nennt man sonst Lehrer. In der demokratischen Schule sind es Lernbegleiter, weil da funktioniert alles ganz anders. Doch auch dafür haben wir einen Film gemacht. Das erklären wir euch dann in diesem Film über die demokratischen Schulen. In dem Sinne, viel Spaß und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam jetzt uns diese Videos anschauen können.